Bitburger 0,0, offizieller Partner der ersten Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga, wünscht erfrischende Unterhaltung. Die Deutsche Triathlon Union präsentiert die erste Bitburger 0,0% Triathlon Bundesliga, geht auf die Zielgerade der Saison 2018, die Hitzeschlacht von Tübingen. Als viertes Rennen der Saison vor vielen tausend Zuschauern und 36 Grad im Schatten. 14 Damenteams bereiten sich vor auf den Start. Der Neckar als Austragungsort der ersten Disziplin. Spektakuläre Bilder, 750 Meter Schwimmen, dann 20 Kilometer Radfahren und zum Abschluss dann noch die 5 Kilometer Laufen. Und beim Schwimmen direkt vorne ist Doka Putnocki aus Ungarn. Sie mit einem starken Schwimmen auf den ersten 750 Metern krabbelt hier aus dem 24 Grad warmen Neckar als erstes raus. Ihr Vorsprung locker 10, 15 Sekunden auf Anna-Maria Mazzetti, die für Buschütten mitkämpfen will um den Tageserfolg. Und wir blicken in die Wechselzone. Da muss es ja auch rucki-zucki gehen. Nicht umsonst wird die Bundesliga ja als die Formel 1 des Triathlons bezeichnet. Anna-Maria Mazzetti dahinter auf Platz 2. Und erfreuliche Nachricht aus Sicht der Tübinger Damen, hier als Lokalmatadorinnen ja angetreten, Caroline Degenhardt ist auf Platz 3, sie auch noch unter 10 Minuten. Danach wird es eng in der Wechselzone und es wird auch rutschig. Dementsprechend spektakuläre Bilder. Hoppala, da Charlotte McShane für Witten. Haut's da auf den Teppich. Zusammen mit Anja Knapp wechseln sie gemeinsam auf das Fahrrad. Und nun heißt es, den nächsten Sturz mit anzusehen. Die Zuschauer verwundert, bei 36 Grad solche Bilder zu erleben. Aber das ist durchaus möglich. Wenn es mal ein bisschen rutschiger wird, hier gerade auf dem Teppich, kann das passieren. Gott sei Dank ohne große Folgen für die Damen. Der Blick auf Anna Haug, sie der Superstar in diesem Rennen, ebenfalls ja für Buschütten aktiv, hat sich vor wenigen Tagen das Ticket geholt für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Aber sie will ihre Spritzigkeit nicht verlieren. Sie sagt selber, ich bin die Bundesliga-Oma, aber sie will mitmischen bei den Besten in der Bundesliga. Und das sind die Bilder vom Radfahren. 5 Runden, jeweils gut 4 Kilometer. Und dann dieses Bild. Oh, ein Sturz von Greta Groten. Das ist bitter. Also ein Sturz beim Radfahren, das will keiner erleben. Gott sei Dank ohne gravierende Folgen. Trotzdem, die Zuschauer kriegten hier eine Menge geboten, auch in Sachen Action. Der Blick auch auf Jillian Backhaus, sie ja mit einer tollen Saison bislang. Zweite in Düsseldorf, zuletzt erfolgreich in Münster und sie ist die schnellste nach dem Radfahren. Vor Anja Knapp geht's für sie als erste in die Wechselzone. Knapp 20 Mädels gleich auf in der Gruppe gefahren. Viele aus Witten, viele aus Buschütten. Die Top 3 einer jeden Mannschaft werden ja gewertet. 4 pro Team starten. Und so ist es auch die Frage, wer kann sich hier den Tageserfolg sichern? Wer macht vielleicht den entscheidenden Schritt Richtung Deutsche Meisterschaft? Sofia Kovac vorne jetzt beim Laufen für das Team aus Witten. Starke Leistung bislang, Emmy Charaillon, Anna-Maria Mazzetti und Anja Knapp sowie Anne Haug. Sie alle in der Verfolgergruppe. Und es ist die Frage, wer schafft es, die meisten unter die Top 10 reinzukriegen, um die kleinste Platzziffer zu haben, um dann wirklich den Tagessieg zu verbuchen. Das ist ein echter Thriller in dieser Saison zwischen Witten und Buschütten. Buschütten hier in Tübingen schon zweimal erfolgreich, Witten einmal. Und Anne Haug holt auf. Sie kommt immer näher ran an Anja Knapp. Und vorne macht Sofia Kovac das Ding klar. Sie gewinnt, die Ungarin am Ende erfolgreich mit insgesamt rund 20 Sekunden Vorsprung und zwar auf Emmy Charaillon und Anna-Maria Mazzetti, also die beiden aus Buschütten. Und nun die Frage, nachdem Charlotte McShane hier Vierte wird, Anja Knapp ist geschlagen, denn Anna Haug saust noch vorbei und damit holt sich dann auch Buschütten den Erfolg. Was für ein Spektakel hier in Tübingen. Und trotzdem, am Ende bei fast allen auch lachende Gesichter. Das war richtig großer Sport. Und wir hören mal rein, was die Siegerin zu sagen hat nach einem Rennen, das die Zuschauer so schnell nicht vergessen werden. Das war spektakulär und es war auch ganz schön hügelig. Na klar, die Bedingungen waren für alle gleich, aber das war schon hart. Und ich bin sehr froh, dass ich das Ding hier gewonnen habe.
Liebe Anne Haug, ein toller sechster Platz heute hier. Erzähl mal, wie war es für dich, so aus diesem Langdistanztraining herauszukommen? Ja, ich würde sagen, es war so wegen ein Schock fürs System. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, so schnell zu laufen und zu Radfahren. Aber genau das war das Ziel. Ich wollte mal so richtig den Motor durchblasen jetzt vor der 73 WM. Einfach mal wieder die Spritzigkeit zu kriegen nach dem Ironman. Ist mir hier gut gelungen. Ich bin absolut zufrieden, vor allem, dass wir halt auch mit dem Team gewonnen haben, dass ich dazu noch beitragen kann als Bundesliga-Oma. Von daher bin ich absolut zufrieden. Also hat Spaß gemacht? Ja, also danach macht es dann Spaß. Währenddessen fragt man sich schon, oh Gott, warum macht man das? Es tut richtig weh, aber nee, das ist halt, ja, das Bundesliga, tolles Publikum, da wird man auch ein bisschen getragen. Der Blick auf die Tageswertung. Also, Sofia Kovac gewinnt vor Emmy Charayon, Anna-Maria Mazzetti, Charlotte McShane und Anna Haug wird Sechste vor Anja Knapp. Und das bedeutet dann auch in der Gesamtwertung, der Tageserfolg geht knapp an die Girls aus Buschütten vor Witten und Potsdam. Gratulation. Und das ist die Tabelle nach 4 von 5 Rennen. Buschütten mit 2 Punkten Vorsprung vor Witten geht also mit der Favoritenrolle in das große Finale auf Rügen Anfang September. Vorher schauen wir uns aber noch die Bilder der Siegerehrung an. Strahlende Gesichter, denn die Zuschauer und auch wir hatten eine Menge Spaß mit diesem Bundesliga-Rennen. Die Hitzeschlacht von Tübingen wird eingehen in die Geschichte als eines der spektakulärsten Rennen. Somit also die Voraussetzung gut für ein würdiges Finale, dann in wenigen Wochen in Binz auf Rügen. Wir freuen uns drauf.